Das Wort Vorlesung bedeutet, man liest vor. Also ich werde jetzt einen geschriebenen Text vorlesen, den ich extra für diese Angelegenheit geschrieben habe. Und bevor ich starte damit, eine kurze Erinnerung. Es war in Cluj, Klausenburg, Kolozsvár vor Jahren, als ich eine Idee präsentiert habe, weil ich war dort eingeladen und ich dachte, alle, die gekommen sind, haben mich gern, also ich bin gut geschützt, etwas Neues zu sagen. Und aus diesem Vortrag wurde dann ein ganzes Buch. Und jetzt denke ich, dass die hier sind, mögen mich. Und da bin ich genug geschützt, wieder etwas ganz Neues zu sagen. Es ist eine Weiterführung des Buches. Vielleicht kommt daraus etwas aus. Und wenn wir dann sprechen werden nach dem Vortrag, ich werde sehr hellhörig auf die Kritiken. Und wenn ihr sagt, passé, es ist eine Sackgasse, höre ich auf. Wenn ihr sagt, mach weiter, mache ich weiter. Es ist ein Text, welcher, denke ich, ungefähr eine Stunde lang ist. Also wer gehen muss, soll gehen. Wer einschläft, werde ich leiser. Aber halt, das ist sehr viel, was ich sagen möchte. Der Text ist betitelt mit einem Wort Assonanz. Für eine Theologie der Misericordia Passionis. Gott ist Text geworden. Seine Texte sind Menschen, die in Texten leben, also in Gott, der durch seinen Sohn, Text, also Mensch geworden ist. Texte sind verschieden wie Menschen und sie sind auch schwer, manchmal sehr schwer zu verstehen wie Menschen. Texte verstehen sich selbst nicht, sie müssen gelesen werden, wie auch Menschen sich nur im Gespräch mit anderen verstehen können. Und mit Gott, der Text geworden ist, und so ihn zu lesen und zu verstehen für die Menschen offen ist. Es gibt keinen Weg zu Gott ohne Texte und alle Texte sind sein wirkliches Dasein unter Menschen, die Texte sind und unter denen Gott Text geworden ist. Das ist die Textistenz Gottes. Menschen schreiben Texte, mit denen sie etwas aussagen wollen über sich selbst, irgendwie immer auch über sich selbst. Sich zu vermitteln, wie Gott sich vermittelte, indem er Text geworden ist. Mit László Darvasis Satz auf den Punkt gebracht, jedes offene Buch ist ein Mensch. Literaten sind nicht nur Textproduzenten, sondern auch Propheten und Priester, vielleicht Engel, professionelle Vermittler, die aus ihren eigenen Erfahrungen mit Gott und Mensch, mit ihren Texten eine Welt erschaffen und Menschen am Leben erhalten. Die menschliche Gemeinschaft ist eine intertextuelle Realität, in der die eigentlichen Quellen der Textsegmente nur teilweise erkennbar sind. Viele Texte unterschiedlicher Couleur erfahren Sternstunden. So entsteht Literatur. Die feierliche Art der Texte, der Vermittlungen, der Menschen und auch Gottes. Ich zitiere. Texte in Texten, Texte schreibende Texte, schließlich die kolossale Textur unserer Welt bildend, denn Existenz und Text, Seite und Rückseite, Raum und Zeit, Gehirn und Geschlecht, Vergangenheit und Zukunft bilden das Wunder, dessen Name Textistenz
sein könnte. Mircea Cărtărescu, Rumänien. Theologie, berauscht von heiligen Schriften, ist vor allem Literatur, Ritual der feierlichen Textproduktion in der Sensibilität und Achtsamkeit der Begegnungen mit Gott, der Text geworden ist. Literarische Texte erzählen Gott, sie sind heilige Narrative der Geheimnisse, die unter uns sind, ohne unser Eigentum zu werden. Literatur ist selten schön, aber sie ist immer ein Transparent, lässt die Geheimnisse walten, öffnet geschlossene Horizonte. Literatur ist sakral. Sie verbindet, sie heilt, sie begleitet, ist der blutgetränkte Schleier des Seins. István Boko, der ungarische Dichter, verstand es, Christologie und Kosmologie in seinen Gedichten zu verbinden, doch nannte und bekannte er sich als Atheist. Da die kirchlichen religiösen Texte ihn von Gott, der Text geworden ist, abgeschreckt haben. In einem Gebet, der Atheist schreibt: Wenn dein Gedicht mich als ein Reim kann finden ohne Glanz, genügt's mir doch daheim zu stehen in Assonanz. Assonanz ist das Symbol in der Rhetorik und in der Lyrik für einen unvollständigen Reim. Im Grunde genommen sind alle Texte wie Assonanzen. Da nichts in der Welt vollständig verständlich ist, die Geheimnisse über Gott und Welt werden immer nur in Andeutungen klar. Literarische Texte sind Dämmerungen, die wie die Sakramente, die als beständige Geheimnisse etwas durchscheinen lassen, wie Menschen und wie Gott. Literarische Werke entstanden auch, als Kirche und Theologie gebremst waren und auch als sie durch Ideologie gefärbt Unarten von Texten produzierten. Da Gott Text geworden ist, bedeutet, eine Theologie zu schreiben, literarisch reproduzieren und in der jeweiligen intertextuellen Wirklichkeit Worte und Motive zu finden. Es ist ein Wagnis mit hohem Risiko, da es nicht nur um bloße Worte geht, sondern um Sinn und Sein. Ich versuche jetzt weiter, literarische Texte aus Ostmitteleuropa in meinen theologischen Text einzufädeln. Nein. Umgekehrt. Den Glauben der Menschen durch diese Texte zugänglich zu machen als Theologie, als Glaubensbekenntnis. Schreiben ist Leben, das Leben wird geschrieben. Wie Gott Text geworden ist, wurde ihm nichts vom menschlichen Leben fremd und zuwider. Sein Schreiben erbrach und ejakulierte, verdaute und sah, rang mit dem Tode und sonderte Galle ab, dachte und defekierte, weil er schrieb, wie andere lebten und nichts von der Herrlichkeit und der Schändlichkeit des Lebens war ihm fremd. Gott ist nicht nur nahe am Menschen, er ist der Literatur direkt, in der Literatur direkt greifbar. Mircea Cărtărescu, der weltberühmte rumänische Schriftsteller, geboren 1956, betrachtet und beschreibt die leidensvollen Erlebnisse seiner Familie und seines Landes durch ein sakrales Prisma, durch einen ständigen Wechsel der Perspektiven, der realen und irrealen Dimensionen. Dadurch bringt er die Leser in einen geistigen Zustand der Erfahrung, der ineinander Verwobenheit von Materie, Mensch, Traum, Geschichte, Angst und Hoffnung, diesseits und jenseits. Er selber steht mit seinem Schreiben in seinem Text. Er schreibt über sich selber auch, ohne sich auf sich selber zu konzentrieren. Er ist kein Betrachter von außen, ein Mensch der Region Ostmitteleuropa.
ein Homo Sovieticus, wie ich einer bin. Die Sprache und die Texte dieser Autoren aus Mitteleuropa sind nicht deshalb von den anderen Kulturregionen verschieben, weil sie andere Sätze bilden oder eine andere Thematik haben. Nein. Sie, die Autoren, wurden in dieser Region geboren, haben hier gelebt und geschrieben. Sie sind die Schriftgelehrten unserer Länder. Sie sind Menschen, Homo Sovieticus genannt. Mit den Worten von Svetlana Alexievich, der weißrussischen Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin für Literatur 2015, ich zitiere: Ich glaube, ich kenne diesen Menschen, er ist mir vertraut, ich habe viele Jahre Seite an Seite mit ihm gelebt. Er ist ich. Das sind meine Bekannten, meine Freunde, meine Eltern. Ich bin mehrere Jahre durch die ganze ehemalige Sowjetunion gereist, denn der Homo Sovieticus, das sind nicht nur Russen, das sind auch Weißrussen, Türkmenen, Ukrainer, Kasachen. Heute leben wir in verschiedenen Staaten, sprechen verschiedene Sprachen, aber wir sind unverwechselbar. Man erkennt uns auf Anhieb. Wir alle, die Menschen aus dem Sozialismus, ähneln einander und sind anders als andere Menschen. Wir haben unsere eigenen Begriffe, unsere eigenen Vorstellungen von Gut und Böse, von Helden und Märtyrern. Wir haben ein besonderes Verhältnis zum Tod. Die Theologie in Ostmitteleuropa ist von diesen Menschen geschrieben. Sie bilden den Kontext, in dem Gott Text geworden ist. Nicht der Abstand von ihnen, sondern standhaft mit ihnen ist die Treue zum Locus Theologicus in Ostmitteleuropa. Wenn sie untereinander sind, merken sie gar nicht, wer sie sind, da es so selbstverständlich ist. Erst vor außen her, von den Straßen durch die schmutzigen Fenster betrachtet, wird den Beobachtern ein Blick erlaubt, der die charakteristischen Eigenschaften bemerkt. Die Ungarin Theresia Mora schreibt: Man saß also gerade wieder zusammen, der fixe Freundeskreis. Jemand, ein Ex-Kollege, hatte vor kurzem eine Reise durch Albanien überlebt. Ein albanischer Dichter hatte ihm lange über die Schönheit des Vaterlands oder über Schönheit und Vaterland erzählt. Über die Schönheit eines verzweifelten Vaterlandes zu sprechen, sei die Pflicht eines Dichters, dem jeder zweite Zahn fehlt. Schönheit trotz Verzweiflung. Verzweiflung trotz Schönheit. Schön sind diese Menschen, schlecht angezogen, mit ungepflegten Zähnen, doch mit einem speziellen Sendungsbewusstsein, in die Heimat einzutauchen, für die Heimat zu taufen, mit selbstloser Hingabe in der Heimat die Wunden und Wunder des menschlichen, allzu menschlichen, göttlichen, allzu göttlichen Daseins zu erfassen. Ihr Glauben ist ein Weg. Es ist der 17. August 1992. Mutter stieg in den Bus, ich folgte. Es ist der 27. April 2018. Mutter löscht die Zigarette und steigt wieder ein. Wir fahren weiter. Für den Homo Sovieticus wurde eine Kultur, eine künstliche Welt in Abwendung von anderen Welten geschaffen. Die Zeit nach dem Regimewechsel ermöglicht, diese Welt zu erkunden, zu ihrer Realität zu kommen. Das ist eine Reise, wie Sascha Stanisic, geboren 78, also jung, aus Visegrad in Bosnien-Herzegowina, seinen Roman Herkunft einrahmt, wo Söhne und Töchter, Mutter und Väter ständig unterwegs sind. Sie wissen oft nicht, wohin und warum,
aber sie werden gedrängt, das Unbekannte und allzu Bekannte zu treffen, das zutiefst, mit ihnen verwandt ist. Wie ist das eigentlich, fragt der polnische Autor Andrzej Stasiuk. Wie ist das eigentlich? Entfernen wir uns manchmal von unserem Geburtsort und das ist dann Flucht, Verrat, Emigration. Und alles, was wir tun, ist der Versuch, zurückzukehren. Ist das Leben Vertreibung, wie bei den bosnischen Bogumilen zum Beispiel? Stasiuk begibt sich auf eine Reise von Polen gen Osten, um das, was früher selbstverständlich war, zu erkunden. Kommunismus war 40 Jahre Gast bei uns, sagt er. Es ist die Zeit gekommen, ihn kennenzulernen. Er hat, so schreibt er, ich zitiere, nie gehört, dass bei uns jemand über Kommunismus oder über die Russen gesprochen hätte. Da herrschte geopolitische Stille. Es gab nichts zu diskutieren. Seine Reise in Osten ist eine völlig andere als die Reise von Navid Kermani nach Osten. Letzterer will den Kommunismus kennenlernen, da er ihm fremd gewesen ist. Und ersterer, da er ihm allzu bekannt gewesen ist. Als Kermani seine Erfahrungen gesammelt hat und als Titel für sein Buch über den Osten entlang der Gräber gewählt hat, saß er schon in Köln zu Hause, weit weg von seinen Reiserouten. Demgegenüber reist Stasiuk dorthin, wo er bereits ist und immer schon war und lernt seine eigene Heimat kennen, dort, wo er zu Hause ist, wo er die Landschaften und der Schicksal selbst ist. Ich stelle mir all das vor, schreibt er, damit es nicht untergeht. Seine Vorstellung ist ein Trotzen gegen das Verlorene, wogegen für Kermani die Hoffnung stark ist, dass alles einmal ausgeruht und vergessen sein kann. Die Literatur Ostmitteleuropas will den Kommunismus nicht als Ideologie und Unterdrückung behalten. Es gibt in diesem Sinne da keine Kommunismusnostalgie. Aber sie will ihr eigenes Leben behalten, sich aus ihrer gestohlenen Vergangenheit wieder ins Leben zurückzuschreiben. Mama, bittet Stasiuk seine Mutter, ich möchte, dass sie von früher erzählt. Mit der Gegenwart werde ich allein fertig. Es geht hier um die Geschichte, ja, um das Schicksal der Menschen der Region, die vernichtet worden ist und in der Zeit der unzensierten Narrative Texte sucht und schreibt. Imre Kertész, der ungarische Nobelpreisträger für Literatur, prägte mit seinem Roman den Begriff Schicksallosigkeit, viele kennen es, und kam am Ende seines Lebens zur Einsicht, dass die europäische Kultur in Auschwitz ihr Ende gefunden hat. Das ist noch nicht original, aber in seiner Dankesrede bei der Preisverleihung in Stockholm hat er dies auf den Punkt gebracht, ich zitiere ihn. Ich habe im Holocaust die Situation des Menschen erkannt, die Endstation des großen Abenteuers an der europäische Mensch nach 2000 Jahren ethischer und moralischer Kultur angekommen ist. Uns bleibt jetzt zu überlegen, wie wir von hier aus weiterfinden. In diesem Weiterfinden beruft er sich als moralischen und kulturellen Neubeginn auf das Lesen der griechischen Klassiker und der Bibel. Er bekannte sich als Atheist. Das sind die Grundtexte der Kultur, Texte der Literatur, wo Gott und Mensch anzutreffen sind. Glauben heißt, Gott zu finden und ihm nachzufolgen, also lesen und gelesen werden. Denn für einen Schicksallosen kann die pure Existenz nur heißen, mein Leben gehört mir. Ich muss es mir zurückholen. Mit Kertész bestätigt die Literatur Ostmitteleuropas diesen Drang zum Leben, diesen Drang zur Geschichte. Kertész im Wortlaut bei der Preisverleihung in Stockholm, ich zitiere ihn,
Ich kam an einem schönen Frühlingstag 1955 unvorhergesehen auf den Gedanken, dass nur eine einzige Realität existiert. Diese Realität aber bin ich selbst, mein Leben, dieses zerbrechliche und mir für unbestimmte Zeit zugesprochene Geschenk, das unbekannte, fremde Mächte beschlagnahmt, verstaatlicht, determiniert und besiegelt hatten und das ich aus der sogenannten Geschichte, diesem fürchterlichen Moloch, zurückholen musste, weil es allein mir gehört und ich entsprechend mit ihm umzugehen hatte. Die Frage also des Zurücknehmens, der Wiedereroberung steht im Zentrum dieser Literatur und auch im Zentrum der ganzen Region. Die Reisen, die Wege des Glaubens spiegeln sich wieder und ermöglichen das Finden und Wiederfinden der eigenen Identität und ebenso der Identität der Gemeinschaft, der Gesellschaft, der Heimat. Die Schatten dieser Vergangenheit in der Zeit der primitiven und raffinierten Diktatur sind lang. Die Erinnerungen an das Leiden und an die Verluste sind lebendig. Wer hier geboren wurde und gelebt hat, ist vor allem ein Verlierer. Und bei allem Ernst. Ein Beispiel für die vielen von Natascha Vodin aus ihrem Buch Sie kam aus Mariupol, wo sie um ihre ukrainische Vergangenheit ringt. Zum Schluss bekreuzigt sie sich und kriecht vertrauensvoll mit dem Gefühl getaner Pflicht in ihr Bett. Kurz darauf versucht jemand, die abgeschlossene Haustür einzuschlagen. Mathilda öffnet. Es stürzen Menschen hinein in Zivil und wollen Geld, Gold, Brillanten. Sie finden nichts, sie werden wütend. Schlaft, Kinder, schlaft, sagt schließlich einer von ihnen und befiehlt Mathilda, sich an die Wand zu stellen. Dann richtet er seine Pistole auf sie. Mathilda sagt nichts, schreit nicht, wehrt sich nicht, wickelt sich nur stumm in ein Wolltuch, stellt sich an die Wand und sieht über die Köpfe der Männer hinweg in die Ferne. Plötzlich stürzen Soldaten ins Haus, vertreiben und richten die Räuber hin. In dieser Nacht, schreibt sie, ist Mutters Haar weiß geworden. Auch am Scheitel ihres vierjährigen Bruders entdeckt Lydia am nächsten Morgen ein paar weiße Fädchen. In ihrem eigenen Haar eine weiße Strähne. Das Zeichen der Todesangst, das sie von nun an alle tragen, nach einer Nacht, in der Lydia ihren Glauben an Gott verloren hat. Stanisic, der junge Autor, wehrt sich zwar, vielleicht seines jungen Alters wegen, sich mit der Vergangenheit und mit der Frage der Heimat zu beschäftigen. Er will dabei nicht seine eigene Position verlieren in Zeiten des postfaktischen Wirrwarrs. Ich zitiere ihn. Ich begann mich mit meiner Herkunft zu beschäftigen, gab es aber lange nicht zu. Es schien mir rückständig, geradezu destruktiv über meine oder unsere Herkunft zu sprechen, in einer Zeit, in der Abstammung und Geburtsort wieder als Unterscheidungsmerkmale dienten, Grenzen neu befestigt wurden und sogenannte nationale Interessen auftauchten aus dem trockengelegten Sumpf der Kleinstaaterei. Mein Widerstreben richtete sich gegen die Fetischisierung von Herkunft und gegen das Phantasma nationaler Identität. Aber ich war für das Dazugehören. Dazugehören zum Volk, zum Heimat, zur Geschichte und zur Familie. Dieser Wunsch bestimmt doch den jungen Autor. Aber Klischees schrecken ihn ab. Er sieht ein, wenige kommen dort an, wo sie ursprünglich hin wollten. Selten sind sie sesshaft glücklich. Sie fliehen vor etwas, mal mehr, mal weniger, existenziellem.
Das Unterwegssein ist mal Last und mal Geschenk. Und wenn es dann gelingt, wenn die Reise ihr Ziel gefunden hat, dann fühlt man sich eingebettet als Text in der Intertextualität. Ob zwar dieses Gefühl stark und tragend ist, bedeutet es aber doch keine Eindeutigkeit. Die Fragen bleiben offen, sogar neue entstehen. Die Metapher der Matrioschka-Puppen weist auf das Ineinander-Verschachteltsein des Sich-Findens. Ich zitiere: Mir war ein seltsamer Wunder geschehen. Die Blackbox meines Lebens hatte sich in der Neige meiner Jahre geöffnet. Und wenn ich daran bis jetzt auch nichts anderes als eine neue Blackbox sah, in der vielleicht eine weitere und noch eine weitere versteckt war, wie bei den Matrioschkas, den russischen Puppen in der Puppe, wenn ich auch nicht am Ende meiner Fragen gelangt war, sondern erst an ihrem Anfang, so hielt ich es jetzt zum ersten Mal in meinem Leben für möglich, dass ich nicht außerhalb der Menschengeschichte stand, sondern zu ihr gehörte, wie jeder andere auch. Der bosnische Schriftsteller Cevat Karahasan repräsentiert viele seiner Landesgenossen in Bosnien und Herzegowina, die die ausgebrennende Bibliothek in Sarajevo als kulturellen Holocaust erfahren haben. In seinem Buch über einen arabischen Schriftgelehrten des Mittelalters erweckt er mit narrativen Mitteln die verbrannten alten Manuskripte wieder zum Leben. Die existenzielle Sehnsucht nach einer Stabilität vermischt sich mit der Schwere der Erinnerungen. Der Mensch wurde um des Gedächtnisses willen erschaffen, damit er das Gedächtnis der Welt sei, schreibt Karahasan in seinem Buch Der Trost des Nachthimmels. Aber die Macht nutzt diese Sehnsüchte aus und instrumentalisiert sie. Sie versucht oft erfolgreich, Menschen durch vereinfachte Darstellungen bezüglich der Geschichte zu mobilisieren. Schriftsteller mit Feingefühl möchten lieber ihre Sensibilität bewahren als Stabilität, vorgefertigt und maßgeschneidert vorgesetzt zu bekommen. Die Erinnerungsarbeit wird nicht verkaufbare Waren produzieren, sondern will aus der Passivität eines Opfers zu der Aktivität eines Suchenden gelangen. Herta Müller, die rumänisch-deutsche Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin, formuliert die Ambivalenz der Erinnerungen in ihrem Buch über ihre Arbeitslage der Erfahrungen, Atemschaukörsiken. Seit 60 Jahren will ich mich in der Nacht an die Gegenstände aus dem Lager erinnern. Sie sind meine Nachtkoffersachen. Seit der Heimkehr aus dem Lager ist die schlaflose Nacht ein Koffer aus schwarzer Haut. Und dieser Koffer ist in meiner Stirn. Die Nacht packt ihren schwarzen Koffer gegen meinen Willen. Das muss ich betonen. Ich muss mich erinnern gegen meinen Willen. Und auch wenn ich nicht muss, sondern will, würde ich es lieber nicht wollen müssen. Ähnlich die ukrainische Autorin Tanja Maljarchuk aus der Tochtergenerationen von Herta Müller. Sie thematisiert die Unklarheiten der Erinnerungen. Sie benutzt dabei das Metapher eines Blauwals, eine vielleicht unbewusste Anspielung an den Propheten Jona, der seine Sendung zu entfliehen suchte. Sie fragt aus der Tiefe der Erinnerungsarbeit, zitiere: Kann man die Zeit auslöschen, sie zerstören, als hätte es sie nie gegeben? Kann man die Zeit mit Kohle schwärzen, damit nur ja kein Gesicht aus der Finsternis auftaucht?
Gräber öffnen, bestimmte Szenen aus dem Film schneiden und die Enden wieder zusammenzukleben. Ich befand mich im Bauch des Blauwals. Obwohl ich verschluckt worden war, hatte ich die Möglichkeit, meine Geschichte neu zu erleben. Und sie schließt ihr Buch mit dem Fortschwimmen des riesigen Tiers des Vergessens. Der Blauwal schließt sein Maul und schwimmt weiter. Der gigantische Blauwal des Vergessens. Die Literatur Ostmitteleuropas lässt den Blauwal fortschwimmen und bleibt dabei, das Nolens Volens Erinnerungen zu schreiben. Ich bin wirklich verrückt, sagt der alte Obschitt im Roman von Jaroslav Rudisch. Ich bin krank. Ich leide an der Geschichte. Ich leide an historischen Anfällen. Ja, ja. Doch, besser Historie als Hysterie. Man ist gezwungen, die blutige Polka der Geschichte zu tanzen. Daher ist das Unbehagen verständlich. Ja, Kermali hat recht mit der Metapher der Gräben. Nur graue Raben flogen am grauen toten Himmel über dem grauen muslimischen Friedhof. Gerade hier ist Gott Text geworden, in dieser Region der Gräben. Und zwar dadurch, dass die Texte die Wunden der Region beschrieben, ohne ihr Gesicht abzuwenden, ohne mit evaluierenden Kategorien ein sophistisches System zu erzeugen und ohne das Moral-Tam-Tam zu schlagen. Mit Peter Handke, wir sind in Österreich, der diesjährigen mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichneten, wie er diese Einstellung am Grab von Milosevic formulierte, ich zitiere ihn: Ich weiß, dass ich nicht weiß. Ich weiß die Wahrheit nicht, aber ich schaue, ich höre, ich fühle, ich erinnere mich, ich frage. Deswegen bin ich heute anwesend, nah an Jugoslawien, nah an Serbien, nah an Slobodan Milosevic. Es ist eine Ecce Homo-Literatur in Anlehnung an Nietzsches autobiografischen Buchtitel Ecce Homo, wo der Untertitel heißt Wie man wird, was man ist. Nicht verurteilen, nicht vergessen, und auch nicht überbauen, erscheinen lassen, treffen, erkennen. Das ist der Mensch von hier. Da sind wir, Ecce Homo. Die Region erscheint in diesen Werken als eine Zwischenzone, wo diverse Hegemonien sich ausgetobt, aber auch ihre Duftmarken niederlassen haben. Mit dem tschechischen Humor von Rudisch, es gibt nicht nur ein Knödel mit der Europa, sondern auch ein Schnitzel mit der Europa. Da bin ich mir sicher. Es ist also kein Ost und kein West. Es ist eine bestimmte Unbestimmtheit, wo die literarischen Narrativen entstehen. Und es erklärt vieles über uns, über unseres Verhalten und Denken. Aus der polnischen Perspektive heißt es bei Stasiuk, die Polen lebten im Schatten der Deutschen und Russen, die Slowaken im Schatten der Tschechen und Ungarn, die Ungarn im Schatten der Österreicher und Türken, die Ukrainer im Schatten der Polen und Russen und so weiter und so fort, bis zum Wahnsinn des Balkans, bis zu Serbien, das bisweilen glaubt, alle Nationen ringsum seien Verräter, die ihr Serbentum leugnen.
Dasselbe bezüglich Polen aus der Sicht der Ukraine, gesehen von Mariaschuk. Ohne Würde, Disziplin, Werte und Edelmut, alles, worauf eine Monarchie baut, ist es müßig, über einen ukrainischen Staat nachzudenken. Kraftlos wird der Nebel Magen Osten, Magen Westen driften, je nachdem, wer ihn antreibt. Und diesem Nebel werdet nur ihr euch wohlfühlen, die Ukraine des Chaos und der immerwährenden Nacht. Aus der Perspektive des Baltikums dasselbe. Nicht weniger als 13 Mal ging Vilnius im Laufe des 20. Jahrhunderts von der einen in die andere Hand. 13 Mal, eine Stadt. Und schließlich aus der Perspektive des Balkans, schreibt der junge Stanisic wieder in Herkunft, alle waren hier, ausgerechnet hier, auf diesem Balkan, Mann, an der Kreuzung zwischen Orient und Okzident. Alle sind hier irgendwann aufmarschiert, alle haben sich bereit gemacht, wurden besiegt oder auch nicht, zogen sich zurück. Und sie alle ließen etwas da. Rom, Venedig, die osmanische Heere, Österreich, Ungarn und all die Slawen, Juden kamen aus der iberischen Halbinsel und blieben. Roma-Enklaven existieren im gesamten Raum. Die Deutschen schliefen in Betten meiner Vorfahren. Alle waren hier, wo du dasselbe Lied in verschiedenen Tonarten anstimmst, je nachdem. Der junge weißrussische Autor Andrzej Horváth soll diese Reihe schließlich mit seiner Fantasie über den niedrigen Zaun schließen. Weißt du, wir befinden uns an der Kreuzung unterschiedlicher Welten. Das macht uns besonders. Der Sinn unserer Kultur ist, dass wir Westen und Osten sind. Wenn wir uns nur dem Westen zuwendeten, würden wir unsere Kultur zerstören. Ich stelle mir immer vor, wir hätten nach beiden Seiten einen Zaun, nach Westen und nach Osten, aber einen ganz niedrigen Zaun, über den man leicht steigen kann. Gibt es auch Auferstehung in dieser Literatur? Die Literatur in Ostmitteleuropa will keinen Ausweg aus der dramatischen Vergangenheit aufzeigen. Die wertvollen Werke sind in keinem Fall Gebrauchsanweisungen für Schiffbrüchige. Die Zukunft ist ungewiss, wie die Vergangenheit und die Gegenwart. Wie Jesus in Ungewissheit am Kreuz gestorben ist, so können die Menschen von hier nur hoffen, dass eine Auferstehung und eine Erlösung ihnen zuteil werden. Man kann sich eine biotechnologische Auferstehung vorstellen. Wie sie sich erheben, Polen, Ukrainer, Juden, Weißrussen erheben sich, Russen, Kalmücken, Türkmenen erheben sich, Millionen erschlossene, verschüttelte, verbrannte, abgeschlachtete, erstrickte, ertränkte, erfrorene, verhungerte. Ein zukünftiger Gott klont sie, Dutzende Millionen, ein ganzer Staat, ein ganzes Volk von Toten. Sie erheben sich und leben noch einmal. Sie benutzen das Territorium, beginnen von vorn. Nach dem langen Blättern in den heiligen Schriften der Literatur Ostmitteleuropas, die Sie jetzt nennen, ist es schon möglich, einige Zentralpunkte zusammenfassend zu nennen. Akzeptanz der Realität. Also nicht sollen, nicht wollen, sondern lassen. Wir sind die Realität dieser Region und beharren langsam darauf, so zu sein, wie wir halt sind. Das Ausharren ist in der dramatischen Realität. Das Ausharren nenne ich Misericordia Passionis. Im Sterbebett liegende Johann Baptist Metz prägte den Begriff Memoria Passionis. In Ostmitteleuropa lehrt Gott,
der Text geworden ist in unserer Literatur, dass die Memoria noch einen Schritt braucht, die Misericordia, die Macht des Opfers, sich zu erbarmen. Es kann ein theologisches Programm sein für die Anerkennung der Lebensrealität und für die Bereitschaft und Fähigkeit, dabei zu bleiben. Dabei zu bleiben ist eine Eigenschaft Gottes im jüdisch-christlichen Verständnis. Er hätte das Recht gehabt, sich von den Menschen abzuwenden, sie alleine zu lassen. Das hat er aber nicht gemacht, wie Jesus sagt, und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die Literatur hat die Macht der Narrative, das allzu bekannte Unbekannte zu erzählen und eine Welt für das Leben zu zeichnen. Und das ist eine Aufgabe der Theologie. Um mit Peter Handkes viel diskutierten Sätzen zu enden: Wer wird diese Geschichte einmal anders schreiben, und sei es auch nur bloß in Nuancen, die freilich viel dazu tun könnten, die Völker aus ihrer gegenseitigen Bilderstarre zu erlösen? Danke für Ihre Geduld. Dank, wir haben gesagt, es gibt keine Diskussion danach, sondern bleibst du kurz trotzdem? Ja, hallo. Danke. Wir können ja ins Gespräch kommen, im Anschluss gleich, machen wir aber hier hinten, hier, das im Anschluss. Vielen herzlichen Dank mit dieser emotionalen Theologie und dem Einblick so auch in das, wo du jetzt dran bist. Das war sehr bewegend, auch berührend, weil du selber auch berührt bist von diesen Texten, durch die Gott durchscheint oder wo man Gott in diesen Texten begegnen kann. Ich will da jetzt gar nicht mehr viel Worte machen, am Schluss einfach noch einmal ein Wort des Dankes aussprechen im Namen der Fakultät mit ein paar Menschen. Gibst du mir kurz? Das allererste ist ein kleines Zeichen der Universität Wien. Universität Wien macht glücklich seit 1365, steht drauf. Das ist ein Schokolade. Eine Schokolade, dunkle Himbeere, Fruchtschokolade, aber vor allem so ein kleines süßes Zeichen. Universität Wien macht glücklich seit 1365. Ist doch schön, oder? Also das ist einmal ein erstes süßes Zeichen. Ein zweites Zeichen ist, das ist nicht die übliche Rolle, Entschuldigung. Also, das ist ein... Es ist immer schwierig, einem Ungarn einen Wein schenken, aber ist ja okay. Drei verschiedene Sorten Wein, ein grüner Veltliner von Bründelmeier Langenlois, also so österreichisches Weingut, Stift Kloster Neuburg, ein Zweigel, und dann noch etwas Persönliches von mir, von meinem Cousin, Wein vom Bock steht auch so drauf. Also ein kleiner österreichischer Weingruß. Und ein drittes, genau, ein drittes, du hast gestern gesagt, du hast deine Dissertation nicht mehr. Jetzt hast du sie wieder. Nein! Wir haben sie jetzt wieder. Ja, war kein großer Auftrag, aber das haben wir heute noch schnell geschafft, damit du sie nicht klauen musst, sondern damit du sie in würdevoller Weise mitnehmen. Sehr, sehr lieb. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke. Ich bitte alle einfach da zu bleiben, ins Gespräch zu kommen. Wir haben ein bisschen was zum Trinken vorbereitet und was zum Essen, einen kleinen Rahmen. Also einfach hier bleiben und ins Gespräch kommen mit Antrag. Dankeschön.